Die Stadt Kupjansk im Nordosten der Ukraine liegt nur unweit der Front. Vor wenigen Tagen wurden hier bei einem Angriff auf ein Museum zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Neben Trauer mischt sich in der Ukraine Wut. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte den Angriff scharf, ebenso wie die örtlichen Behörden. Wir können Gebäude wieder aufbauen, alles erneuern. Aber wir verlieren leider die wenigen Menschen, die wir noch haben. Diejenigen, die sogar unter diesen schwierigen Bedingungen arbeiten. Mögen sie in Frieden ruhen. Wir und unsere Armee werden ohne Zweifel alles tun, um uns zu rächen. Die Ukraine hatte Kupjansk im September von russischen Truppen zurückerobert. Aus Angst vor erneuten russischen Versuchen, die Stadt einzunehmen, wurde Anfang März die Evakuierung Kupjansks angeordnet.